Liebe Münchner, liebe Gäste, welcome our Irish friends, welcome here in Munich and enjoy St. Patrick's Day here in Munich. Wir haben ein tolles Wetter hier und auf der Parade war tatsächlich wahnsinnig viel los. Ich glaube mal, das kommt mittlerweile ans Oktoberfest dran. Also sensationell, ganz viel Freude hier, Menschen in Grün. Ich wünsche euch allen heute einen wunderbaren Tag. Wir haben ja jetzt gelernt, dass wenn der wirkliche St. Patrick's Day auf einen Sonntag fällt, so wie dieses Jahr, dann verlängert sich das Fest. Dieses Jahr hat es bereits am Freitagabend begonnen, gestern und heute wieder. Und ich kenne die Tendenzen vom Oktoberfest, da ist es auch immer so. Und deswegen frage ich mich jetzt, habe ich mir auf der Kutschenweg daher gefragt, was machen wir denn eigentlich nächstes Jahr? Da ist das 25-jährige Jubiläum, da gibt es dann wahrscheinlich eine St. Patrick's Week. Ja, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Das gibt Ärger bei mir in der Verwaltung. Aber im Ernst, sensationell. Und wenn man 3 Tage in München bei bestem Wetter feiert, das ist doch klasse. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein tolles Zeichen. Und ich will gar nicht politisch werden, aber was wir hier erleben, wie 2 Nationen zusammenstehen, zusammen feiern können, das wäre schön, wenn wir das international durchaus öfter wieder erleben dürften. In diesem Sinne, danke an alle, die heute hier sind. Viel Spaß noch heute. Take care. Genießt es. Essen und Trinken gibt es auch genug. Und im Anschluss gibt es Musik. Also ich freue mich auf das Konzert und ich freue mich auf den ganzen Tag. Viel Spaß. Dankeschön. Und jetzt, der für dieses Bayerisch-Irisch auch seit vielen, vielen Jahren steht und der auch immer unterstützt. Willkommen, herzlich willkommen, Erich Lejeune. Sind motiviert, die Bayern sind motiviert und am motiviertesten sind die Münchnerinnen und Münchner. Stimmt's? Genau. So, und es gibt in Irland gibt es einen wunderbaren Satz. Da können wir noch von den Iren was lernen. Und zwar, egal, wenn man irgendwas tut, sagen die sofort, no problem. Und denken Sie darüber nach, wenn Sie wieder die nächste Woche starten, denken Sie mal darüber nach, ist nicht alles Problem, sondern no problem, das können wir von den Iren lernen. Und jetzt möchte ich mit euch einfach mal noch kurz was einstudieren. Und zwar, ich sage es mal voraus, Irisch ist Bayerisch und Bayerisch ist Irisch. Das machen wir jetzt alle mal ganz laut. Irisch ist Bayerisch und Bayerisch ist Irisch. Vielen Dank und habt so einen schönen Tag. Danke.